Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Ich bin Jana und ein absolutes Leckermäulchen und bereite deshalb heute im Thermomix Palatschinken, Teig zu und auch die Füllung. Denn die Palatschinken werden nach dem Braten süß mit einer Quarkschmand-Füllung bestrichen, aufgerollt und dann im Ofen überbacken. Milch, Mehl, Salz, Öl und Eier werden in den Mixtopf gegeben und 30 Sekunden bei Stufe 4 ordentlich klümpchenfrei verrührt. Ja, und genauso flott wie eben der Palatschinkenteig wird auch die Füllung gemixt aus Quarkschmand, Milch, hausgemachtem Vanillezucker und 3 Eiern. Übrigens können dieser Quarkmasse auch noch Früchte ja per Hand untergerührt werden. Im Hintergrund heizt der Backofen auf 190 Grad vor. Die restliche Quarkschmandmasse wird nun über die gerollten, gefüllten Palatschinken gegossen und mit Zucker bestreut. Kommt das Ganze in den vorgeheizten 190 Grad Backofen für etwa 30 Minuten bei Ober-Unterhitze. Den Anfang meiner Rezeptheft-Vorstellungsreihe macht natürlich auch meine Ersterscheinung, mein absolut erstes Heft, Balkanküche für die Cook for Me. In diesem Heft verrate ich 22 meiner Lieblingsrezepte aus der Balkanküche, welche ich dem elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups, der Cook for Me, angepasst habe. Ja, ich liebe die Balkanküche, weil sie ohne viel Schnickschnack auskommt und trotzdem die kleine Prise des Besonderen, ja, den Hauch von Urlaub auf den Teller bringt. Von Zarmen, den beliebten Krautwickel mit diesem säuerlich eingelegten Weißkohl, bis hin zu Tufaje, den raffinierten, gefüllten Äpfeln, aber auch hausgemachter Käse, Bohneneintopf, Gulasch, Reissuppe erwarten dich hier, wie gesagt, insgesamt 22 erprobte Rezepte. Jedem Rezept liegt auch hier wieder ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Denn bei dem Stichwort Schnellkochtopf denken viele einfach nur an Suppen und Eintöpfe. Und da wollte ich einfach zeigen, dass mit dem elektrischen Schnellkochtopf der Cook for Me so viel mehr möglich ist. Ich bin beispielsweise ein Fan von Juvec, dem Balkanreis. So freue ich mich natürlich auch immer über Feedbacks und Rückmeldungen zu meinen Rezepten und zu meinen Rezeptheften. Und das beliebteste Rezept aus diesem Rezeptheft ist das Hähnchengeschnetzelte in Eiversoße. Und ich sage euch, die Soße ist wirklich zum Fingerablecken lecker.
Aber auch der albanische Kartoffeltopf mit Hackfleisch Bulgurbällchen gehört zu meinen Favoriten. Du siehst, das Heft lohnt sich absolut. Und dann bleibe ich auch gleich beim Thema flottes Kochen und stelle dir mein Rezeptheft One Pot Pasta aus der Cook for Me vor. Kennst du die Ausrede, ich habe keine Zeit, täglich frisch zu kochen? Die gilt nicht, wenn du die Cook for Me, den elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups hast. Aber klar, das Schnippeln und Vorbereiten des Gemüses oder der Zutaten dauert am längsten. Tja, und trotzdem, innerhalb von 6 bis 10 Minuten Kochzeit stehen alle Gerichte, alle One-Pot-Pasta-Gerichte aus diesem Heft auf dem Tisch. Nudeln machen glücklich, sagen nicht nur die Italiener, sondern das ist auch tatsächlich mein Motto. Ob Tortellini-Spinattopf oder Pesto-Suppe, ich liebe sie alle. In diesem Rezeptheft erwarten dich 23 One-Pot-Pasta-Rezepte, zubereitet in der Cook for Me. Und auch hier liegt wieder fast jedem Rezept ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Es lohnt sich. In meinem Rezeptheft, meine liebsten Blechkuchen, verrate ich 22 meiner liebsten Blechkuchenrezepte, welche ich der Cake Factory, dem intelligenten Kuchenbackautomaten, angepasst habe. Ob kroatische Eiswürfel, Donauwelle, russischer Zupfkuchen, schneller Raspel oder Großmutters bestes Biskuit, in diesem Rezept verrate ich dir meine liebsten Blechkuchen aus unserer kroatischen und deutschen Familienküche. Für wen zeit- und energiesparendes Backen interessant ist, der kommt um die Tefal Cake Factory einfach nicht herum. Dem Gerät liegen mehrere Backformen bei und können auch ergänzend dazu gekauft werden. Aber in meinem Rezeptheft geht es ausschließlich um Blechkuchen-Klassiker. Und jetzt beim Stöbern in meinem Rezeptheft für diese Rezeptheftvorstellung habe ich mich auch gleich für den kommenden Sonntagskuchen entschieden. Es wird Bauernapfelkuchen mit Haferflocken und Mandeln geben. Und auch hier gilt wieder: Den meisten dieser 22 Rezepten liegt wieder ein QR-Code bei, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Auch dieses Heft lohnt sich. Kekse und Gebäck mag ich nicht nur morgens, mittags, abends, sondern manchmal auch zwischendurch. Und ich finde, sie gehören auch nicht nur in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit auf dem bunten Teller, sondern das ganze Jahr über auf die gut gedeckte Kaffeetafel. Ja, und so war ich inspiriert für mein Rezeptheft, mein bunter Teller. So verrate ich dir hier 20 Rezepte aus meiner deutschen und kroatischen Familienbackstube. So ist auch in diesem Rezeptheft jedem Rezept ein QR-Code beigefügt, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. So bin ich schon seit Kindertagen ein riesen Leckermäulchen und Fan von dem gerollten Schwarz-Weiß-Gebäck. Und je älter ich wurde, umso mehr drängte sich auch das Kaffeegebäck in den Vordergrund. So ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und Kekse schmecken nicht nur zur Weihnachtszeit. Und weiter geht es mit meiner nächsten Rezeptheftvorstellung. Ob du ihn nun als verrückten Teig Ludo Tiesto oder als Crazy Dough kennst. Es ist ein Teig und in meinem Rezeptheft zeige ich dir 12 verschiedene Möglichkeiten, diesen Teig ganz lecker anzuwenden. Das Thema meiner ersten Live-Kochshows war der verrückte Teig. Ja, den Teig hatte ich vorbereitet und so konnte ich mich auf den Live-Kochshows ganz der Produktvorstellung der Stoneware konzentrieren. Ob Käseschnecken, gefüllte Pizzataschen, Knoblauchecken, Partybrötchen oder Pizzen. Mit dem Teig ist so viel möglich. Und na klar, Gastgeber und Gäste waren fasziniert.
Der Teig hält sich etwa 7 bis 10 Tage im Kühlschrank und es ist ein Hefeteig, welchem zusätzlich noch Backpulver, Eier und Joghurt zugefügt wird. In meinem Kühlschrank parkt der verrückte Teig regelmäßig seit über 20 Jahren und diese Begeisterung möchte ich einfach teilen. Und so habe ich meine Rezeptvorschläge oder Beiträge aus dieser Live-Kochshow in diesem Rezeptheft zusammengefasst. Und na klar, auch in diesem Rezeptheft ist wieder jedem Beitrag ein QR-Code beigefügt, welcher dich zum ausführlichen Anleitungsvideo weiterleitet. Wie du siehst, der Teig ist einfach fantastisch. Er ist gelingsicher und unglaublich vielseitig. Ich wünsche dir viel Freude und viel Spaß mit meinen Rezepten.